In diesem Video wird an einem Beispiel erklärt, was eine Reallohnerhöhung ist. Zuerst müssen wir wissen, was der Reallohn ist. Dazu machen wir ein Beispiel und nehmen die Türkei dafür. Das ist Ayşe. Ayşe lebt in der Türkei. Ayşe geht wie die meisten Türken sehr gerne shoppen. Wie wir in den Nachrichten immer wieder hören können, gibt es in der Türkei eine hohe Inflation. Das heißt, die Preise der Waren werden in der Türkei jedes Jahr teurer. Ayşe geht aber arbeiten und bekommt zweimal jährlich auch eine Lohnerhöhung. Diese Lohnerhöhung vergleicht Ayşe jeweils mit der jährlichen Inflationsrate. So kann Ayşe herausfinden, ob sie wirklich mehr Geld in der Tasche hat. Ist die Inflationsrate kleiner als die prozentuale Lohnerhöhung, dann ist Ayşe zufrieden, denn sie kann so mehr kaufen. Die Kaufkraft wurde dann gesteigert. Liegt die Lohnanpassung aber unter der Marke der Inflation, dann hätte Ayşe einen Reallohnverlust und die Kaufkraft würde sinken. Die jährliche Lohnanpassung minus die jährliche Inflationsrate ergibt also die Reallohnerhöhung. Die niedrigste Lohnerhöhung für die Arbeitnehmer in der Türkei lag im Jahr 2020 bei 20,2%. Das gilt auch für den Mindestlohn. Die Inflationsrate betrug 12,3%. Also hatten Arbeitnehmer eine Reallohnerhöhung von 7,9%. Jetzt schauen wir zurück in der Zeit, wie oft Ayşe eine bereinigte oder tatsächliche Lohnerhöhung hatte. Ayşe verdient heute rund 30.000 türkische Lira pro Monat. Umgerechnet sind das zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Der Mindestlohn stieg von 2002 bis 2020 um 1.163%. Die Inflation in der gleichen Zeit um 409%. Damit erlebten Arbeitnehmer in der Türkei eine Reallohnerhöhung von 754% in 18 Jahren. Das bedeutet, dass es in der Türkei jedes Jahr durchschnittlich 11% mehr Reallohn gab, und damit teuerungsbereinigt mehr Geld und Kaufkraft entstand. Ayşe hätte früher, also im Jahr 2002 mit der gleichen Berufsfunktion und Erfahrung umgerechnet nur rund 400 Euro verdient. Die Kaufkraft der Türken ist damit auch gegenüber dem Ausland in den letzten 18 Jahren stark gestiegen. Schaut man genauer in die Statistik, dann hat die Türkei seit 2002 bis 2020 nur gerade dreimal eine höhere Inflationsrate und somit weniger Lohn, was zu einem kurzfristigen Reallohnverlust führte. Das waren die Jahre 2006, 2008 und 2016. Diese Einbußen wurden jeweils in anderen Jahren durch Wirtschaftsrekorde wieder wettgemacht. Ob die Türkei auch die aktuell hohe Inflation durch die Auswirkungen dieser Pandemie wieder wettmachen kann, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Fakt ist, dass die Türkei mit der aktuellen Regierung das Land zu den 10 stärksten Volkswirtschaften führen möchte. Dieses Ziel würde die Löhne und Kaufkraft der türkischen Bürger noch stärker anheben.